Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Bundesliga Live mit der Premiere-Konferenz der zweiten Liga. Neues Gesicht bei Eintracht Braunschweig und hier sind wir wieder in der Zweitliga-Konferenz. Mainz 05 muss ein Tor aufholen gegenüber Eintracht Frankfurt, aber Braunschweig hofft noch immer auf den Klassenerhalt. Und dieser Mann mit der Nummer 23, Lars Fuchs, ist Stürmer und ist Vertragsamateur und der soll jetzt die Gastgeber zum ersten Torerfolg heute schießen. Für ihn musste weichen der eher defensive Janos Givior. Also jetzt noch mehr Offensive bei Eintracht Braunschweig, aber das bedeutet mehr Möglichkeiten zum Kontern für Mainz 05. Und für Eintracht Braunschweig ist es ja auch wichtig, möglicherweise wenigstens diesen 15. Platz zu wahren. Und jetzt sogar die Möglichkeit, die erste Tormöglichkeit für Eintracht Braunschweig und zu unplatziert geschossen von Teixeira gegen Dimo Wache. Also die versenkt er normalerweise besser. Das war eine dicke Möglichkeit, vorbereitet durch Lars Fuchs, den neuen Mann. Und dann ist er alleine, tanzt noch seinen Gegenspieler Weiland aus und dann genau auf den Keeper geschossen. Zu harmlos von Daniel Teixeira, dem Brasilianer. Ja, ich sagte es bereits, der 15. Platz kann ja mal wichtig werden, falls ein anderer Verein keine Lizenz bekommt. Und das war ja in den letzten Jahren gang und gäbe, dass der ein oder andere Verein nicht die Lizenz bekommen hatte für die zweite Liga. Deswegen also wichtig, wichtig, der 15. Platz und hier die Chance zum 3:0. Und da ist es, 3:0, das Tor zählt. Und wieder ist es Benjamin Auer. Jetzt ist Mainz 05 wieder in der Bundesliga, hat Eintracht Frankfurt wieder runtergestürzt. Wow, jetzt erleben wir einen richtigen Auftakt. Wieder zur zweiten Halbzeit. Mainz 05 meldet sich zurück im Aufstiegskampf. Und da sahen sie schlecht aus. Thiam sah da schlecht aus. Azuak, der Frankfurter, legt vor. Und Benjamin Auer ganz cool vorbei am Keeper. Und drückt den Ball über die Linie. Vorbei an Keeper Kunze und dann ist es wieder Benny Auer, der die Tore 1, 2 und 3, dem werden sie eine Statue errichten, sollte es klappen heute mit dem Aufstieg. Dann wird neben Gutenberg der gute Benjamin Auer die größte Figur von Mainz 05 sein. Sie sehen es hier jetzt in der Tabelle. Die gleiche Tordifferenz, aber Mainz hat die mehr erzielten Treffer. Deswegen der dritte Platz im Augenblick für Mainz 05 und Eintracht Frankfurt nur in Anführungsstrichen Vierter. Aber das wird noch nicht das letzte Ding gewesen sein. Da bin ich mir sicher. Am heutigen Tag Thiam, der mal mit nach vorne geht. Also wir sind gespannt, was sich hier noch tun wird. Und hier der Mann mit der Glatze, Thorsten Sümnich, rechtes offensives Mittelfeld. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt die Frankfurter reagieren werden auf diesen erneuten Rückschlag durch das Mainzer Tor zum 3:0. Oliver Forster in Frankfurt, bitte. Oh, die mussten erstmal schön zittern. Das ist Becker. Und dann kommt Rolfes. Und dann muss Nikolov sich ganz lang machen. Also Möglichkeit für Reutlingen zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Gambo ist gekommen bei den Reutlingern. Also noch ein bisschen mehr Offensive. Der Mann aus Ghana mit dabei. Und das ist Henning Bürger. Zwei Tore hat er schon vorbereitet heute. Gibt Eckstoß für Eintracht Frankfurt. Ah, der Einsatz von Hollerith. Umsonst, gucken wir hin. George springt hoch. Ah, Ball war hinter der Linie. Ich glaube, da muss man d'accord gehen mit dem Schiedsrichterassistenten. Wieder Bürger. Bayerle wartet in der Mitte. Jones wartet in der Mitte. Hollerith ist da. Da kratzte der Würl dem Skela den Ball von den Füßen. Della. Und die Flanke ist zu lang. Andreas Menger, der Ersatzkeeper der Frankfurter, wird ständig informiert vom Premiere. Guckt die Konferenz
und sagt seinem Trainer, sagt Willi Reimann, was ist los auf den anderen Plätzen? Gerade ist er wieder hingerannt und hat gesagt, Willi, die Mainzer haben schon wieder getroffen. Wir müssen einen draufsetzen. Also man fiebert auf beiden Plätzen mit. Die Reutlinger eigentlich durch den Karlsruher Führungstreffer ja chancenlos, auch wenn sie das Ding hier noch zu ihren Gunsten drehen würden. Aber noch sind sie präsent, noch sind sie da. Wollen sich nichts nachsagen lassen an diesem letzten Spieltag. Schrampe mit einer bösen Fehlentscheidung vor der Halbzeit. Nach einem Foul an Henning Bürger hätte es Elfer geben müssen für Frankfurt. Sah sich Pfiffen ausgesetzt. Jones, der ist wie aufgedreht, Jermaine Jones. Sicherlich der auffälligste Spieler bei Eintracht Frankfurt im Verlauf bisher dieser Partie. Ja, weh, Jermaine Jones tut alles, um seinen Traum zu erleben. Kommt aus Frankfurt, aus dem Stadtteil Bonames, ist dort aufgewachsen, der Sohn eines amerikanischen GI. Und in seiner Heimatstadt will er zum Helden avancieren. Tor in Aachen und der Angriff hier. Albert Streit. Und die Chance. Zopfmöller mit der Möglichkeit. Alexander Schur. Und ab nach Aachen. Der FC St. Pauli tut also doch noch was hier auf dem Tivoli. Verkürzt auf 1:2 durch Fabian Gerber. Herrlich vorbereitet von Ugur Inzemann. War eigentlich das erste Mal, dass sich Pauli richtig entschlossen vor dem Tor von Stefan Straub zeigte. Gleich hat es geklappt. Nochmal der Seitenwechsel von Ndjaye. Direkt weitergeleitet von Ugur Inzemann. Also wollen sich jetzt doch noch anständig von ihren 2500 mitgereisten Fans verabschieden. Weiter in Braunschweig bei Jörg Dahmer. Wo gerade eben dieser Mann, Mimoun Azouak, ein Frankfurter Bub, der hatte gerade für Mainz 05 die Möglichkeit zum 4:0. Und die Braunschweiger Zuschauer, wie reagieren die eigentlich? Die singen hier, und zwar die feuern nicht mehr ihre eigene Mannschaft an, sondern die singen, und ihr steigt sowieso nicht auf. Wollen also die Mainzer madig machen, wollen sie nervös machen jetzt in den letzten Minuten. Da sind wir mal gespannt. Jürgen Klopp hatte zur Pause gesagt, jetzt spielen wir alles oder nichts. Bislang ist es gut gegangen. Aber auch die Braunschweiger sind durch ihn hier etwas gefährlicher geworden. Durch Fuchs, der zur Pause kam. Ein Blick auf die Mainzer Fangemeinde. Sie sind natürlich gut drauf. Sie sind im Augenblick in der Fußball-Bundesliga im Oberhaus. Aber es ist ja so hauchdünn. Das Silva. Und dann die Kopfballrückgabe von Marco Rose, einem der zuverlässigen Spieler, der übrigens letztes Jahr aufgestiegen war mit Hannover 96. Dann kam er rüber zu Mainz 05 und will das also zum zweiten Mal in Folge schaffen. Tja, was wäre alles los, wenn die Mainzer diesen Aufstieg packen würden. Schauen wir zunächst auf diese Möglichkeit. Wir sehen es, auch die Mainzer sind jetzt etwas lückenhafter aufgestellt hinten. Sie dürfen sich eben nicht ausruhen bei diesem 3:0 Erfolg. Ja, falls der Aufstieg geschafft wird, dann wird einiges gebacken sein. Turk, der hat versprochen, der würde Würstchen im Tor Stadion in Frankfurt! Ja, dann schnell nach Frankfurt, bitte, Olli Forster. Aber hier fällt noch ein Tor. Oh. Und jetzt werden die Mainzer jubeln, weil Reutlingen getroffen hat. Bashiru Gambo macht das 2:3. Hier ist er. Nicht angegriffen von Bürger, nicht angegriffen von Keller. Und dann hat er freie Bahn und Nikolov steht in der Mitte des Tores. Kann ihn nicht kriegen. Auch Schur kommt zu spät. Und dann allen vorbei. In der 53. Minute. Der Einwechselspieler, einst beim BVB in Dortmund, sein drittes Saisontor. Und die Chance, Außennetz von Bayerle. War zuvor abgepfiffen, also Mensch, Mainz 05 auf Kurs erste Liga, Jörg Dahlmann.
wo ich um ein Haar das 4:0 vermelden wollte. Aber dann war noch ein Bein dazwischen bei dieser Chance von Voronin. So bleibt es weiter bei dem 3:0. Jürgen Klopp, jetzt wird er natürlich informiert. Er wollte anfangs nicht informiert werden, wollte keine Infos. Er lacht er. Jetzt hat er von dem 2:3 erfahren. Jetzt sehen Sie diese Zeichen auf der Bank. Wow, was ist hier gebacken in der zweiten Bundesliga? Im Moment sind sie dem Bundesliga-Aufstieg so nahe wie schon lange nicht mehr. Und vor allem wie in dieser Saison noch gar nicht zuvor. Das ist Tor in Duisburg. Dann rüber, schnell nach Duisburg. Zlatan Bajramovic verkürzt auf 1:2 aus Sicht der Freiburger. Der beste Torschütze der Freiburger mit seinem 15. Saisontor. Und wieder mal der Vorbereiter, Jaschwili. Schauen Sie, wie uneigennützig der da den Ball auflegt. Also, es sah schon lange nach einer Saisonabschlussfahrt der Freiburger aus. Jetzt kommen sie wohl zurück ins Spiel. Aber wir geben gleich weiter nach Frankfurt. Oh, jetzt müssen die Frankfurter zwei Tore machen erstmal. In jedem Fall, um hier wieder auf Augenhöhe zu sein mit Mainz 05. Das ist der Mann, der es gemacht hat, mitten rein in die Herzen der Frankfurter. Und es ist still geworden für einen Moment, Bashiro Gambo. Frommer ist raus mittlerweile bei Reutlingen. Peslak ist gekommen für ihn, für Frommer, der in der nächsten Saison in Frankfurt spielen wird. Tor in Duisburg. Und der Treffer in Duisburg, bitte. Der MSV korrigiert sofort wieder, beziehungsweise muss Ruven Schröder jetzt feststellen, dass er umsonst gejubelt hat. Offensichtlich wurde der Treffer zurückgepfiffen wegen einer Abseitsstellung. Tor in Frankfurt! Nach Frankfurt, sofort rüber. Ist jetzt alles aus hier. Patrick Wörl, der Ex-Offenbacher, trifft für Reutlingen. Und das tut den Frankfurtern im doppelten Sinne weh. 3:3, Vorbereitung von Gambo. Und schauen Sie, der Wörl zwischen Matzer und Schur hindurch macht er sein Tor, sein 5. in dieser Saison. Der SSV Reutlingen will mit aller Macht Eintracht Frankfurt am Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga hindern. Und die Frankfurter waren doch auf der Straße nach oben. Das ist die Blitztabelle. Jetzt haben die Mainzer den Vorteil. Differenzmäßig, punktemäßig sowieso. Dann tordifferenzmäßig. Dann, was die mehr geschossenen Tore angeht. Und der SSV Reutlingen will vielleicht doch hier siegen. Und dann auch Patzer noch hoffen, auch vom Karlsruher SC. Aber so weit ist es natürlich noch nicht in Karlsruhe. Da führen die Karlsruher. Aber die machen hier mit. Das ist der neue Mann Jens Peslak, gekommen für Frommer. Und das ist die Vorbereitung. Alles korrekt. Mühelos fast macht er das Tor. Patrick Wörl. Wie gesagt, beim Nachbarn hat er gespielt in Offenbach. Und das ist die Reaktion. Achim Holleried. 3:3. Vielleicht doch noch die Hoffnung auf den Erhalt der Klasse. Das ist die Blitztabelle unten. Reutlingen auf dem Abstiegsplatz. Tor in Lübeck und Tor in Karlsruhe. Und die Treffer, bitte. 2:0 für das Team von Lorenz Günther Köstner. Nach einer Ecke macht Eggimann das 2:0 in der 58. Spielminute. Also, Fritz in seinem letzten Spiel für den KSC und in der Mitte 1,90 Meter geballte Kopfballpower. Ungedeckt, eingesetzt, reingemacht. 2:0, wir gehen zum nächsten Treffer.
Ein Lebenszeichen vom Tabellenletzten Plasnecker zu Kern. Und der trifft in der 59. zum 3:1. Mannheim hatte einige gute Chancen. Mamoum hatte viele davon vergeben, wurde ausgewechselt gegen Enrico Kern. Und Kern, der ja auch nicht unbedingt sowas anderes ist als ein Chancentod, der hat jetzt sein 6. Saisontor gemacht. Und wir gehen nach Braunschweig. Und jetzt wird in der Folgezeit immer wichtiger, was da oben rechts in Rot steht, nämlich die Restzeit. Noch ist es eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ist Mainz 05 von der Fußball-Bundesliga entfernt, vom erstmaligen Aufstieg ins Oberhaus. Und sie sind so dicht dran. Jetzt kommt ein neuer Mann, ein erfahrener Mann. Kramny, der hat früher noch als Aktiver mit Jürgen Klopp das Zimmer geteilt. Er kommt also nun ins Spiel hinein. Tor in Burghausen! Und dann gehen wir darüber nach Burghausen, bitte, zu Michael Leopold. Eins ist klar, die Zweitligameisterschaft, die können sich die Kölner abschminken. Tor! 2:0 in Braunschweig! Für Burghausen gemacht hat Ronald Schmidt. War ein Traumtor, das sehen wir uns vielleicht kurz noch an. Klasse Vorarbeit von Broich. Und dann nehmen wir natürlich sofort das Tor in Braunschweig mit. Aua, 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 aua. Zum vierten Mal der Benjamin Aua. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist fast unglaublich. Ja, das ist ein Traum für diesen Mann. Da kommt er daher gespritzt und wimst das Ding nochmal in die Maschen hinein. Und das müsste es doch jetzt gewesen sein für die Bundesliga. Benjamin Aua, ich sagte es. Vergesst den Gutenberg, stellt dem Auer eine Statue hin in Mainz auf dem Platz. Denn dieser Mann hat mit 4 Toren möglicherweise Mainz 05 in die Fußball-Bundesliga geschossen. Da haben wir doch alle gedacht, schauen wir auf die Tabelle jetzt. Sind es 3 Tore Vorsprung und 2 Punkte auf Eintracht Frankfurt. Ob die nochmal wiederkommen, da bin ich mal gespannt. Da haben wir doch alle gedacht, als sie diese beiden Tore in Aalen kassiert hatten, in der letzten Minute und in der Nachspielzeit, da hat doch keiner mehr einen Pfifferling draufgesetzt und jetzt große Not hinten. Aber Glück, dass die Braunschweiger hier nicht treffen. Das hatten wir nur wirklich nicht gedacht. Ehrlich gesagt, ich hatte die Mainzer abgehakt, nachdem sie diese beiden Treffer in Aalen erzielt hatten. Und Aalen hatte ich als neues Synonym auserkoren schon für das Scheitern der Mainzer in diesem Jahr in der zweiten Bundesliga. Und jetzt liegen sie mit 4:0 vorne. Aua, ich weiß gar nicht, der hat wahrscheinlich früher in der D-Jugend zum letzten Mal 4 Tore in einem Spiel geschossen. Und dann dies, da schießt er das 1-0, das 2-0, das 3-0 und das 4-0 noch gegen Eintracht Braunschweig. Das gibt's doch überhaupt nicht. Dieser Mann, der wächst heute so hoch, der ist bestimmt 3,50 Meter. Also, 4-0 für Mainz. Ob die Frankfurter nochmal wiederkommen? Olli Forster. Ja, sie müssten 7-3 gewinnen, wenn es dabei bleibt. Skela hatte diese Freistoßmöglichkeit gerade eben. Willi Reimann hat reagiert, hat Pavel Grzelovic gebracht, den Polen für Markus Bayerle. Und Topmöller ist raus, für ihn ist Bakary Diakité auf dem Platz. Jetzt Keller mit diesem Foulspiel. Hat er vielleicht sogar noch Glück, dass er da nur die gelbe Karte sieht. Hat schon ein Verzweiflungsakt da. Hat er das lange Bein ausgefahren gegen Beslak. Ah ja, ganz klare Geschichte. Und auch ganz klar die gelbe von Hartmut Strampe. Wir haben noch fast eine halbe Stunde. Aber ist dieses Team in der Lage, nochmal die Moral aufzubringen, nochmal zu laufen, nochmal alles zu geben und zu hoffen, dass sich sowas wie eine Eigendynamik entwickelt? Zur Halbzeit waren sie oben in der Fußball-Bundesliga, die Frankfurter. Aber was ist das schon? Zur Halbzeit, das ist gar nichts. Und das ist bitter hinzunehmen für die Frankfurter, wenn ausgerechnet der Nachbar aus Mainz demnächst vor den Toren Frankfurts vorspielen wird. Gegen Bayern München, gegen Borussia Dortmund, gegen all die Großen. Und Frankfurt sich nach wie vor mit der zweiten Liga begnügen muss. Ein ganz bitteres Jahr steht an für die Hessen. Aber noch können sie mit einem Kraftakt
möglicherweise dieses Ding doch nochmal drehen. Zuschauer lassen die Köpfe hängen. Waren fantastisch in der ersten Halbzeit. Unterstützung großartig für die Frankfurter. Auch der zwischenzeitliche Rückschlag durch Frommers Tor. Da hat dem keinen Abbruch. Aber mittlerweile ist es nahezu still geworden. Jean-Claude, so Momaza mit dem Fehlpass. Jetzt gelingen die einfachsten Dinge nicht mehr. Jetzt sind die Beine schwer wie Blei. Beslak. Gambo. Rolfes. Und wieder Wörl. Entscheidet Strampe auf Stürmerfoul von Patrick Wörl. Und das sind die Traurigen, die da hinter dem Elfmeter stehen. In Aachen. Und der Elfmeter, bitteschön. Ruschka gegen Daniel Ferl, den Eingewechselten. Und dann sehen wir hier, dass Ivanovic abhebt gegen Rasijewski. Und ich denke, das war eine Fehlentscheidung. Er hat ihn nicht berührt. Und nicht Ivanovic war es, pardon, Ivica Grilic. Und dementsprechend aufgebracht, Jens Rasijewski. Pauli war dran am Ausgleich, hatte seine Möglichkeiten. Wesentlich besser haben sie gespielt hier im zweiten Durchgang als noch in der ersten Hälfte. Aber hier macht ihnen Markus Schmidt, der Unparteiische, einen Schritt. Schnitt durch die Rechnung und ganz locker Josef Ivanovic zum 3-1. Der Jupp mit seinem 17. Saisontor. 3-1 dürfte die Entscheidung gewesen sein. Und damit zurück nach Braunschweig zu Jörg Dahlmann. Wo Mainz 05 immer noch mit 4:0 führt. Und da wird einiges demnächst los sein. Der Trainer Jürgen Klopp, der möchte nämlich, wenn er aufsteigt, sich eine Ente zulegen, eine weiße Ente, und wird ein Jahr mit dieser Ente rumfahren. Abel, der Verteidiger, will in Kaiserslauterns Fußgängerzone einen Fanstand von Mainz 05 eröffnen. Azuak, der Frankfurter, will in Frankfurt mit einer riesen Fahne von Mainz 05 herumlaufen. Da bin ich mal besonders gespannt drauf. Tor in Duisburg! Und dann gehen wir nach Duisburg. Demarius Ebbers schießt sein zweites Tor in diesem Spiel, das 15. insgesamt. Auch ein Abschiedsgeschenk an die Fans, denn er verlässt ja den Verein. Achten wir mal drauf, ein untypisches Tor für ihn, denn aus der Distanz zu lang für Richard Golz. Und wir gehen wieder rüber nach Braunschweig. Neuer Spieler im Spiel, Turk, und der hier wird gefeiert. Aua, 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 aua. Vierfacher Torschütze heute. Und er wird geliebt, er wird geherzt. Und ich hatte es schon in der ersten Halbzeit gesagt, was hat der für eine schwere Zeit hinter sich? War ja noch zu Saisonbeginn ausgemustert worden von Hans Meyer bei Borussia Mönchengladbach. Dann der Transfer. Da wurde zunächst einmal viel Hoffnung draufgesetzt, aber er fand sich nicht zurecht. Sein erster Schuss, wichtiger Schuss, war ein Elfmeter in Duisburg, hat er ihn vergeben. Und er kam überhaupt nicht auf die Beine, meistens nur Reservespieler. Und dann auf einmal wird er heute, er war normalerweise auch heute als Ersatzspieler geplant, dann nimmt ihn der Klopp in die Mannschaft hinein, anstelle von Michael Turk, und er schießt 4 Tore. Ist das nicht eine unglaubliche, eine unfassbare Geschichte? Ja, dieser Mann, dessen Namen, die sind in Stein gemeißelt in Mainz, künftig, wenn es bei dem Aufstieg bleiben sollte. Aber wir haben schon so viele verrückte Dinge in dieser Saison erlebt, in der zweiten Bundesliga. Wir müssen noch diese 22 Minuten abwarten. Ich sagte vorhin von den vielen Plänen, die die Mainzer haben, wenn sie aufsteigen sollten. Der Voronin zum Beispiel, der hat geplant, obwohl er zum ersten FC Köln wechselt. Ja, ich komme nicht dazu, zu Ende zu erzählen. Deswegen erst nach Karlsruhe. Oder fällt dir noch ein Tor? Dein Tor durch Michael Turk? Nein. Also jetzt nach Karlsruhe zu Wolfus. Wir unterbrechen Jörg Dahlmann nur sehr ungern. Eigler mit dem Anschlusstreffer für Greuther Fürth. Nichts zu halten für Martin Fischer. Greuth ist wieder dran, aber es ist eh aussichtslos. Wir gehen zurück nach Braunschweig. Jörg, bitte weiter.
Hier hat es gerade einen Foul an Azuak gegeben. Das ist ein Frankfurter Bub, der lebt in Frankfurt. Und das ist derjenige übrigens, der mit der Fahne rumlaufen will durch die Frankfurter Innenstadt. Mein Gott, was wird dann los sein? Da bin ich mal gespannt. Der hat das versprochen, der hat es angekündigt. Und ich bin total gespannt, was dann für ein Happening in Frankfurt sein wird. Der muss ja Bodyguards noch und nöcher mitnehmen. Schauen Sie sich die Fangemeinde an von Mainz 05. Und ich will Ihnen noch die Geschichte von Voronin zu Ende erzählen. Wenn Sie nämlich aufsteigen, die Mainzer, will er beim nächsten Länderspiel der Ukraine ein Mainzer Trikot drunter tragen. Und wenn er dann ein Tor schießt, will er sich das ukrainische runterreißen und drunter dann das Trikot von Mainz 05. Boah, da bin ich mal gespannt. Jetzt aber wieder zittern für Eintracht Braunschweig. Sie scheinen sich aufgegeben zu haben. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe eher mit Reutlingen gerechnet. Und der Mann, der sich einen Bart hat wachsen lassen seit dem Erfolg von Eintracht Braunschweig, was macht er jetzt, wenn sie absteigen? Schussmöglichkeit, aber diesmal nicht so funktioniert. Von Christoph Babatz, der Mann, der ja in den letzten Wochen so häufig getroffen hat. 5 Treffer in der zweiten Liga diese Saison und 5 Treffer von außerhalb des Strafraums. Das ist so der Mr. Popeye, der Mann, der Spinat gegessen hat, der aus der fernen Distanz häufig trifft für Mainz 05. Sie feiern natürlich hier. Noch 20 Minuten. 20 Minuten noch bis Bayern München, 20 Minuten bis Kaiserslautern, 20 Minuten bis Schalke, 20 Minuten bis Borussia Dortmund. Und hier die Chance jetzt zum 5:0. Das ist Voronin und das ist das 5:0 um ein Haar gewesen. Oh, was eine dicke Chance. Nicht Voronin war es, der hatte die Vorarbeit geleistet, sondern er, der die Möglichkeit hatte, Niklas Weiland zum 5:0. So also weiterhin hat das 4:0 Bestand. Die Braunschweiger, bei ihnen funktioniert jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ist aber auch kaum zu verdenken. Sie sind nicht ins Spiel gekommen von Anfang an, weil Mainz 05 sehr aggressiv von Anfang an hier wirkte. Nicht so wie letztes Jahr bei Union Berlin, wo sie lange Zeit warteten. Lange Zeit und so lange warteten, bis sie dann verloren hatten. Voronin! Toller Drehschuss und auch tolle Reaktion vom Keeper der Braunschweiger, von dem traurigen Alexander Harmsdorf Kunze. Klasse. Er wird nun tatsächlich zum dritten Mal absteigen. Nach Chemnitz, nach Babelsberg, nun also mit Eintracht Braunschweig. Aber sie haben so Substanz hier in Braunschweig. Ich tippe, wenn sie nächstes Jahr in der Regionalliga spielen müssen, und das ist immer noch die Klammer, wer bekommt die Lizenz, wer bekommt keine Lizenz. Wenn sie also die Chance erhalten werden, dann werden sie bestimmt wiederkommen. Also, jetzt rüber nach Frankfurt zu Oliver Forster. Ja, schaut hier hin, liebe Zuschauer, welche Möglichkeit hat Frankfurt. Grisha Lovic, der Eingewechselte, auf den anderen Eingewechselten, auf Diakite. Und dann ist am Ende ein Reutlinger zur Stelle in dieser Situation. Oliver Unselt, der da klärt's. 3:3, das wäre vielleicht nochmal die Initialzündung gewesen für Eintracht Frankfurt, wenn man jetzt hier 20 Minuten vor dem Ende getroffen hätte. Skela probiert's, aber keine Mühe da für Achim Hollerith. Klar, die Frankfurter haben sich jetzt eine fast 15-minütige Auszeit genommen. Das mussten sie erst einmal wegstecken, diese beiden Gegentore durch Gambo und durch Würl in der 53. und 56. Minute. Und die Reutlinger spielen ganz locker hier auf. Rolfes. Rolster auf eigene Faust versuchen. Hat den sehr gut postierten Bessler nicht gesehen. Haben Sie gehört, Disziplin hat Erkenbrecher gefordert. Der Trainer des SSV Reutlingen. Und Mazar legt sich da mit Rüdiger Rehm an. Klar, dass die Nerven jetzt nicht mehr die stärksten sind, gerade bei den Frankfurtern. Das ist Ralf Becker für den SSV Reutlingen, der Mittelfeldregisseur. Und leichte Beute für Okan Nikolov. Frankfurt braucht ein Wunder. Nur ein Wunder. Kann jetzt noch was ermöglichen. Skela. Schur.
Jens Keller läuft häufiger jetzt mit nach vorne, schaltet sich in die Angriffe ein. Albert Streit. Jones ist da und am langen Pfosten wartete Krijalovic. Nochmal Streit. Aber das ist zu wenig. Der spielt Bundesliga in der nächsten Saison beim VfL Wolfsburg. Jermaine Jones höchstwahrscheinlich bei Bayer 04 Leverkusen. Also 3:3 hier. Große, große Ernüchterung und Riesenfreude. Ich denke auf den Mainzer Gesichtern in Braunschweig bei Jörg Dahlmann, den wir gleich rufen. Jetzt nur was. Ja, die Mainzer sind früher gar nicht so richtig ernst genommen worden von den Frankfurtern, wurden gar nicht so als Konkurrenz betrachtet. Und die Frankfurter sangen ja immer, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Später haben sie es umgewandelt und haben dann gesungen, wir sind nur ein Karnevalsverein. Ja, das kann die nächste lustige Saison werden. Die Kölner als Karnevalsverein und die Mainzer als Karnevalsverein in der ersten Bundesliga. Tja, und wie das sich so wandelt, das hat auch Jürgen Klopp mitbekommen, der ja kürzlich bei einem Spiel der Frankfurter Amateure war. Da hat er gesessen gegen Pfullendorf und plötzlich bekam er ein Glas Bier über den Kopf geschüttet. Und da hat er sich gedacht, oh, die Zeichen haben sich hier gewandelt. Fortan wurde er dann nicht mehr in Frankfurt gesehen. Hat ja früher lange Zeit in Frankfurt auch selbst gewohnt, ist erst letztes Jahr nach Mainz gezogen, obwohl er ja schon seit 1990 mit dabei ist. Überhaupt, der Jürgen Klopp ist ein Wahnsinnstyp. War ja mit Leverkusen möglicherweise einig. So haben einige berichtet und sei dann überrascht worden von der Augenthaler Nominierung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Klopp gegangen wäre, wenn dieser Aufstieg erfolgt wäre. Aua, 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 aua. Mann, 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 Mann. Ja, und zurück nochmal zu dem Jürgen Klopp. Das ist ja ein Spieler, der früher ja selbst so die Vorbereitung gehasst hat, die Lauferei. Und war ja früher mal Stürmer eigentlich, ist umfunktioniert worden als Außenverteidiger, hat dort lieber gespielt, weil er sich dort verstecken konnte. Der ist damals sogar von Ralf Rangnick mal zu den VfB-Amateuren geholt worden. Ist ja ein Schwabe, der Mann von Mainz 05, der Trainer. Hat ein Probetraining dann gemacht beim VfB Stuttgart und das wäre fast gescheitert an seiner Mutter, weil er nämlich eine 6 mitgebracht hat in der Mathe-Klausur. Da hat die Mutter von Klopp gesagt, nee, Junge, du kommst mir da nicht hin. Du kommst nicht zum Probetraining. Aber er hat sich dann durchgesetzt. Das ist der Manager, das ist Heidel. Links, das ist der Teammanager, der Schuster, Axel Schuster. Die beide sind die Übermittler der Botschaften aus Frankfurt. Ja, und in der ersten Halbzeit, da wären sie ja normalerweise im Mittelalter geköpft worden, denn sie als Überbringer der schlechten Botschaften hatten natürlich einen schlechten Stand im ersten Durchgang. Hier also 4:0 weiterhin. Frankfurt muss was tun. Die Mainzer können sich ausruhen, Olli Forster. Frankfurter müssen auf Jermaine Jones verzichten. Der ist raus, angeschlagen für ihn jetzt. David Montero in der Mannschaft bei der Eintracht. 14 Minuten haben sie noch, um 4 Tore zu machen. Eigentlich unmöglich. Und man spürt es auch. Sie lassen auch die Köpfe hängen. Und dann Jones, ich glaube, wenn es enger zugegangen wäre, wäre er auch nicht raus. Hätte er weiter auf die Zähne gebissen. Aber das ist die Enttäuschung, die da reinschleicht in die Körper der Frankfurter. Skela. Wissen das Ergebnis aus Braunschweig. Und sie hören es auch an der Stille hier im Frankfurter Waldstadion. Montero und Peslak. Hat sich Campo wehgetan. Und die läuft weiter. Ja, es ist Ogunbure, der am Boden liegt nach diesem Duell da mit David Montero. Für mich keine saubere Aktion vom Spanier im Dress. Der Frankfurter Eintracht geht da klar auf die Beine des Gegenspielers. Da werden sie dran zu kauen haben, die Frankfurter, an diesen Rückschlägen, an diesem 25. Mai. Willi Reimann eingekauft hat man für die neue Saison. Frommer wird kommen, eben vom SSV Reutlingen. Mehmet Raguscha für die linke Seite von Eintracht Trier. Stefan Lexer, der einst auf Teneriffa gespielt hat. Aber die großen Transfers wird es für die zweite Fußball-Bundesliga in der Zukunft nicht geben. Ogunbure.
weiß nicht, ob der weitermachen kann, aber Reutlingen hat schon dreimal gewechselt, das Auswechselkontingent von Erkenbrecher. Er ist bereits ausgenutzt. Respekt vor den Reutlingen, gar keine Frage. Hatte so das Gefühl in der Halbzeit, beim 3-1 für Frankfurt. Na, jetzt werden sie möglicherweise nachlassen. Jetzt realisieren sie, dass sie das nicht mehr packen können mit dem Klassenerhalt. Und jetzt werden sie die Frankfurter vielleicht gewähren lassen. Aber dann kam der hochmotivierte Gambo, machte sein Tor und machte die Vorbereitung zum 3:3 von Patrick Würl. Und die Frankfurter waren viel zu weit weg, viel zu wenig engagiert bei diesen Szenen. Tor in Braunschweig! Und der Treffer bei Jörg Dahlmann, bitte. Wird es doch noch einmal spannend? Das Tor für die Eintracht. Es steht nur in Anführungsstrichen 1:4. Nur noch 1:4. Und der Treffer war erzielt worden durch den Mann mit der Nummer 4, wenn ich das richtig erkannt habe, durch Abdul Thiam. Das sprang auch noch Rische hoch, aber tja, hat Thiam den überhaupt erwischt oder war es ein Eigentor? So ganz, 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 ganz sicher bin ich mir nicht. Aber nehmen wir erstmal den Thiam als Torschützen, wir werden das gleich noch genauestens nachprüfen. Ist ja auch wurscht, wer es geschossen hat. Es steht nur noch 1:4. Denn das kann sich alles noch sehr, sehr schnell wandeln. Wenn nämlich die Frankfurter plötzlich Tore schießen in der Schlussphase, und das kann natürlich Auftrieb nochmal geben im Waldstadion, wenn sie erfahren, dass Braunschweig hier getroffen hat. Die Mainzer hatten etliche Möglichkeiten, auf 5:0 zu erhöhen. Aber sind etwas zu fahrlässig damit umgegangen. Hoffentlich, aus Mainzer Sicht natürlich, rächt sich das nicht. Jetzt ist nochmal Stimmung hier. Und Stimmung, könnt ihr mir vorstellen, ist jetzt auch im Waldstadion. Aber schauen wir noch einmal ganz kurz auf dieses Tor. Na, egal wie. Auf jeden Fall gehen wir rüber zu Olli Foster. Ah, hier ist der Ersatztorwart aufgesprungen. Andreas Menge hat reingebrüllt zu seinen Jungs und die haben es natürlich gleich realisiert. Nur noch 3 Tore brauchen sie in diesen letzten 10 Minuten, aber 3 Tore in 10 Minuten. Mein lieber Mann, wir sind ja nicht beim Eishockey hier, aber sie tun wieder was. Allerdings natürlich die Problematik, Bayerle vorne nicht mehr dabei, Topmöller nicht mehr dabei und auch Jermaine Jones nicht mehr dabei. Also eigentlich fehlt ja die komplette Offensivabteilung. Wer soll diese Tore erzielen? Albert Streit. Jetzt gilt es, alles nochmal abzurufen. Diakité. Keller. In die Tiefe in Richtung Diakité. Aber da winkt der Kapitän, hat den Arm unten gehabt, auch gleich ab. Nächste Station, ganz kurz, das Karlsruher Wildparkstadion. Wolfuß. Steht nach wie vor 2:1 für den KSC. Gab eine ganz gute Gelegenheit durch Westermann für Greuther Fürth. Also Greuth hat mit dem Aufstieg aber auch überhaupt nichts mehr zu tun. Und der Karlsruher SC hier mit Cetin am Ball, der ist gerade eben gekommen, hat mit dem Abstieg absolut nichts zu tun. Also das war die Horrorvision, dass der Verein wieder in die Regionalliga muss. Womöglich die Existenz ganz kaputt geht. 99-2000 mussten sie schon mal runter. Da haben wir es nochmal. Also. Oh, in Aalen! In Aalen fällt ein Tor beim 14. Bitte, Holger Pfann. Eine Premiere-Konferenz, wo die Decoder rauchen bei Ihnen zu Hause, vor allen Dingen im Aufstiegskampf. Hier ist Cyril Bella erfolgreich gewesen. Zum zweiten Mal am heutigen Tag. Und ich sag's nochmal: Der Mann aus Kamerun hat 11 Tore gemacht, obwohl er gar nicht so oft gespielt hat. Und er hat einen auslaufenden Vertrag, ist sich noch nicht einig mit dem LR Aalen. Und hier bringt er seine Fußspitze an den Ball. 2:1 für Aalen. Und in Frankfurt war es der Scaler. Das war Diakité. Und Eintracht Frankfurt führt wieder. Mit 4:3. Hier das Zuspiel. Da ist der Scaler. Dann Spordone, der nicht rankommt, und Diakité vor dem langen Bein von Rolfes. Und auf einmal sind sie wieder da, sie sind wieder am Leben. Eintracht Frankfurt, Bakary Diakité,
der den Verein verlassen wird in Richtung Nizza. Schaut sie, da drückt er den Reutlinger ins Netz, will den Ball haben. 6,5 Minuten haben sie noch, die Frankfurter. Wenn die Frankfurter ein Tor machen und die Braunschweiger eins, dann wird es auch reichen für Eintracht Frankfurt. Also, wir kriegen doch noch dieses Kribbeln in den letzten Minuten. Rambo und die Blitztabelle. Schauen Sie drauf, liebe Zuschauer. Tordifferenz von Mainz um eins besser. Und die mehr geschossenen Tore. Also muss Frankfurt jetzt erst einmal zwei vorlegen, wenn auf dem anderen Platz in Braunschweig nichts mehr passiert. Albert Streit. Bindewald. Der alte Bindewald. Natürlich jetzt Frankfurt mit allen Mann vorne. Jetzt gibt es nochmal Gelb hier für einen Reutlinger, für Nico Spadone. Wegen Ballwegschlagens. Und hier schauen Sie auf diese Szene. Was Kehler gar nicht Bindewald und Spadone dann geklärt hat. Aber das ist jetzt auch letztendlich egal. Frankfurt greift an mit Jens Kehler. Die Situation ist unterbunden vom Schiedsrichterassistenten, der da eine Abseitsposition erkannt hat. Zu Recht, wie wir hier sehen. Jean-Claude Sumomazza stand da tief drin. 4:3 und noch 5 Minuten regulär. Vielleicht eine on top. Zwei Tore für Eintracht Frankfurt. Und wir würden vom allergrößten Fußballwunder aller Zeiten sprechen. Aber das ist der Mann, der was dagegen hat. Hier, Gambo. Gambo. Ein lieber Mann. Ein verrückter Kerl, der Mann aus Ghana. Jetzt machen sie nochmal Dampf. Mit Kehler. Mit Sumomazza. Mazza immer noch. Und Reutlingen wehrt sich nach wie vor gegen mehr Tore der Frankfurter. Nicht mal jetzt lassen sie nach, die Mannen vom SSV. Und Kehler, haben Sie unten am Bildrand noch gesehen. Das ist der Anführer, der natürlich jetzt nochmal alles mobilisieren will. Albert Streit unterwegs gegen Rehm. Und da gibt es dann die gelb-rote Karte für Rüdiger Rehm. Und Reutlingen spielt jetzt nur noch zu zehn. Hat er den Arm draußen? Ah, eher Streit. Müssen wir nochmal hingucken. In dieser Zeitlupe vielleicht zu sehen, kommt der Arm raus von Rehm. Da ist er kurz da. Aber Streit greift sich das Trikot. Für mich eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Strampe. Keine richtige in jedem Fall. Aber Reutlingen ist jetzt zur Zeit. 3 Minuten 15. Für zwei Tore. Standardsituation muss sitzen und dann vielleicht noch ein, zwei Angriffe. Und dann könnten sie es doch noch drehen. Die Frankfurter. Skela. Erwin Skela. Legt quer. Jens Kehler stolpert. Den verlassen die Kräfte. Nochmal Skela. Montero. Jean-Claude Sumomazza. Wieder Kehler. Schuhe ist mit dabei, Kehler und Hollerith. Hohes Bein von Sumomazza, Freistoß für den SSV Reutlingen. Hat er alles nochmal reingelegt, aber Hollerith ist eben ein guter Keeper im Kasten des SSV Reutlingen. Schauen Sie, der legt sich da ein bisschen mit den Frankfurter Fans an, Hollerith. Wird natürlich da nicht die freundlichsten Worte zu hören bekommen haben nach dieser Parade gegen die Eintracht. Garcia. Neu im Spiel, Garcia. Und die Frankfurter bügeln es aus. Sie müssen zwei Tore erzielen. Oder darauf hoffen, dass Braunschweig eins macht. Dann reicht den Frankfurtern eins. Zwei Minuten noch.
Orgon Bure. Die laufen immer noch, die Reutlinger. Nikolov. Tor in Aachen. Und der Treffer in Aachen, bitte. Gehen wir nicht, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Hier ist es spannend. Albert Schreitz. Diakite. Bakary Diakite. Eins hat er gemacht. Montero. Im Strafraum. Albert Schreitz. Macht fast alles richtig. Dreht sich da wunderbar. Schönes Zuspiel von Montero. Löst er sich vom Gegenspieler. Und dann einen Tick zu hoch angesetzt. Zu weit unter dem Ball. Tor mit dem Duisburg. Rechten Fuß. Willi Reibern. Wir bleiben hier, liebe Zuschauer. Dafür haben Sie Verständnis. In dieser dramatischen Schlussphase. Duisburg 3-2, Aachen 4-1. Und hier vielleicht gleich 5-3. Hollerith ist da. Skela. Erwin Skela. Sieht der Diakite. Tor! 5-3. 5-3. In der 90. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Zunächst Matza. Der scheitert noch an Hollerith. Klasse gemacht vom Keeper. Dann Skela. Skela hat die Ruhe noch gegen Spordone. Hat das Auge. Und Diakite, der junge Kerl, macht das 5-3. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Was kommt jetzt? Nachspielzeit ist angebrochen. Wir gehen noch mal kurz nach Braunschweig. Oh je, das eine einzige Tor jetzt noch. Es läuft schon die Nachspielzeit. Und der Schiri hat gesagt, er würde nur eine Minute nachspielen lassen. Die letzten Sekunden jetzt in Braunschweig. Und dann kann Mainz 05 nichts mehr machen. Wir warten hier auf den Schlusspfiff. Das letzte Tor, Sie sehen es, 25 plus 25. Aber Mainz hat Tore mehr geschossen. Hier ist Schluss, hier ist Feierabend. Aber wir müssen schnell rüber nach Frankfurt, denn da entscheidet sich jetzt der Aufstieg zur Bundesliga. Ist im Tor in Frankfurt, aber es zählt nicht. Es zählt nicht. Keller gegen Hollerith war oben. Situation war schon unterbunden, als dann Monteo noch geschossen hat. Wir gucken noch mal hin. Abgefälschte Flanke. Und jetzt Keller gegen den Torwart. Richtige Schiedsrichterentscheidung von Strampe, dass er da diese Situation unterbindet. Ja, Willi Reimann ist natürlich außer sich. Partie läuft weiter. Fast zwei Minuten drüber. Reutlinger versuchen alles. Schafft Frankfurt das Golden Goal, das Wundergoal. Willi Reimann will sie alle nach vorne treiben. 5-3, unglaublich, liebe Zuschauer. 5-3, unglaublich. Haben die Frankfurter noch eine Chance? Kriegen sie noch eine Option? Einwurf nochmal für den SSV Reutlingen. 5-3. Diakite hat sie zurückgebracht. Und hätten sie nicht 20 Minuten geschlafen nach den Reutlinger Toren zum 2-3 und 3-3, wäre vielleicht was gegangen. Das ist die letzte Chance für die Bundesliga. Die letzte Möglichkeit. Keller auf Streit. 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 Matza. Und Skela. Erwin Skela. Der Albaner. Diakite. Diakite. Abgefälschter Ball. Nochmal Eckstoß. Oh, das ist ja nicht auszuhalten. Taubliches Märchen. Der Frankfurter schießt Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Alexander Schur macht das 6-3. Und Willi Reimann ist Erstliga-Coach. Unvorstellbar. Unvorstellbar. In der dritten Minute der Nachspielzeit. Das ist mehr als ein Tollhaus. Das ist die unglaublichste Geschichte seit Bestehen der zweiten Fußball-Bundesliga. Ausgerechnet Alexander Schur. Und jetzt. Und jetzt. Wird die Partie nochmal angepfiffen von Strampe. Wird er sie nochmal anpfeifen? Alexander Schur. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Noch nie hat er woanders gespielt als in Frankfurt. Und hier macht er das Tor. Und Trainer.
6:3 an. Alles noch nie da gewesen. Unvorstellbare Szenen und jetzt ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Und Sie, liebe Zuschauer, bei Premiere waren mit dabei. Unvorstellbar. 6:3. Eine Dramatik, die so noch nie da war. Heiner Falkenhayn gratuliert Willi Reimann und der geht jetzt natürlich hin in seine Kurve zu seinen Fans. Und Frankfurt spielt jetzt gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke. Und die großen Pläne, die sie in der Schublade hatten, die holen sie jetzt raus. Willi Reimann, der nüchterne Westfale an seinem größten Tag. Schon einmal mit Wolfsburg hat er es geschafft. Auch gegen Mainz damals, als Tragik für die Mainzer. Und jetzt mit Eintracht Frankfurt. Im letzten Sommer ohne Lizenz und jetzt oben durch Alexander Schur. 6:3. Und Jörg Dahlmann. Ich glaube, in Braunschweig weinen sie. Wir blicken ein paar Sekunden, ein paar Minuten zurück. Da haben sie einen Kreis gebildet, die Mainzer. Da wussten sie noch nicht. Und da hat es Jürgen Klopp erfahren und geht von dem Kreis weg. In diesem Augenblick war es klar, dass Eintracht Frankfurt das Tor geschossen hat. Und so war die Reaktion von Jürgen Klopp. Aber was danach jetzt abgeht bei den Spielern von Mainz 05, das ist unfassbar. Tränen über Tränen. Eine Geschichte, ja, die sich eigentlich gar nicht ereignen konnte. Das ist der Präsident, das ist Harald Strutz. Der war doch jetzt mit einem Bein, mit zwei Beinen normalerweise in der Fußball-Bundesliga. Und dann passiert dies. Unfassbare Szenen, auch hier in Braunschweig. Unfassbare Jubelszenen in Frankfurt und hier die Tränen pur. Kramny, Voronin, so dicht am Aufstieg gewesen. So dicht. Und dann dies. Mein Gott, der liebe Gott ist kein Mainzer. Tränen der Trauer hier in Braunschweig. Aber in Frankfurt sieht es ganz anders aus. Deswegen Ole Forster. Und das sind die Bilder hier. Ich bin sicher, dass die Frankfurter heute Abend irgendwann, wenn sie zum Nachdenken kommen, auch ein bisschen mitfühlen werden mit Mainz 05. Aber die wissen jetzt, sie sind zurück in der Bundesliga. Das war der Moment des Triumphes für Willi Reimann. Mit seinem Co-Trainer Jan Kotschan. Alexander Schur. Rot-Weiß Frankfurt, FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Nie die Stadt verlassen. Und er schießt seinen Verein in die Fußball-Bundesliga. Unvorstellbar, liebe Zuschauer. Was wir heute gesehen haben, glaube, vergessen wir alle nie.